einem kleinen Mäuseloch lebte einmal eine kleine Maus. Die kleine Maus hieß Lisa. Immer wenn sie aus dem Mäuseloch herauskroch, wurde sie von dem Kater gejagt. Eine Zeit lang ging das jeden Tag so. Eines Tages traute die kleine Maus Lisa sich nicht mehr aus dem Mäuseloch. Der Kater machte ihr viel zu viel Angst. Und seitdem hat sie sich nicht mehr aus dem Mäuseloch gewagt. Bis sie einmal darauf kam, es doch mal auszuprobieren. Eines Tages hörte sie, wie die Herrin des Hauses sprach: »Wir machen ein Fest, wir brauchen Käse und Hähnchen.« Als die kleine Maus Lisa davon hörte, wartete sie, bis der Abend kam und das Fest beginnen sollte. Als alles aufgegessen war, wagte sie sich in die Küche, als das ganze Haus schlief und natürlich auch der Kater. Sie suchte nach ein wenig Käse und Hähnchen. Als sie noch ein bisschen Hähnchen an den Knochen fand und ein bisschen Käse auf dem Teller, nahm sie es und lief ins Mäuseloch. Die kleine Maus Lisa fiel todmüde ins Bett und hatte einen wunderschönen Traum. Wisst ihr, Kinder, was die Maus träumte? Nein? Dann will ich es euch erzählen. Sie träumte von einem großen Stück Käse und von viel Hähnchen. Als sie aufwachte, sah sie den Kater, der vor ihrem Mäuseloch lauerte, bis er herauskam. Aber die kleine Maus Lisa kam nicht heraus. Sie legte sich lieber wieder in ihr Bett und träumte von Käse und Hähnchen. Das, liebe Kinder, war die Geschichte von der kleinen Maus Lisa.